Seid ihr, gibt es wieder mal ein Video von mir, und zwar die Glossy Box. Ich werde sie gleich mal öffnen. Es hat jetzt ja länger kein Video von mir gegeben. Das tut mir leid, ich war krank. Also, ich war jetzt über eine Woche krank. Und ja, mal auspacken die Box. Drin ist sie auch schon. Ups, das auch. Die Papiere dann hinten sind ja eigentlich nie interessant. Das ist nur wieder mein Müsli und Probiermilch HelloFresh Boost. Aber das Interessante ist ja die Glossy Box. Und die öffnen wir mal direkt. Die schaut halt so aus. Sehr dunkel geschminkt. Die Frau aber cool geschminkt. Bin ich schon sehr neugierig, was da drin ist. Oh, da kommt schon gleich mal was davor raus. Uiuiui. Das hängt da so dran. Und das sind so Geschenkskärtchen, was ich total lustig finde. Oh, das Dicker. So kleine Geschenkskärtchen, das finde ich toll, weil gerade jetzt brauche ich sowas und ich habe jetzt gerade auch wirklich überlegt, ob ich mal wieder kaufe. Und es sind 5 Stück dabei und die sollten sogar reichen. Also, ja. Mir kommt vor, die haben das Design vom Adventkalender, das habe ich schon bei ein paar Leuten gesehen, die Adventkalender. Und vom Design her schauen sie wirklich ein bisschen so danach aus, oder? So, legen wir den mal her. Und jetzt dann schauen wir mal gemeinsam rein, was wir da drinnen haben. Wie schaut das aus? Ziehen wir gleich mal als erster den Love Nagellack raus. Und zwar ist der ein Long Lasting. Und ja, die Farbe ist überhaupt nicht meine Farbe. Und ja, werde ich wahrscheinlich nicht tragen. Vielleicht finde ich jemanden, was sie gefällt. Aber mir ist sie einfach zu... Ich weiß nicht, ich trage nicht so gern Brauntöne und so eine Sachen. Ich meine, jetzt schauen meine Nägel sowieso lustig aus, weil ich alle Farben drauf habe. Der kostet 5,99 und 5,99 und hat 11 Milliliter drinnen. Hier passt du, die Verpackung finde ich extrem schön. Ich habe einen Lippenstift und davon ist die Verpackung auch sehr schön. Also Love hat wirklich wundervolle Verpackungen. Gefällt mir sehr gut, die Farbe ist halt nicht meins, aber... Perfekt, dass das drinnen ist, ist ja Beautybox, ist ja was Tolles. Oh, ich muss das da runterstellen, weil ich sitze auf einem Babystuhl. Gut, gehen wir mal weiter. Diese Maske habe ich sogar zu Hause, die habe ich einmal zum Testen vom Douglas, glaube ich, gekriegt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das ist eine Detox-Maske. Vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass ich sie mal ausprobieren soll, weil meine Haut ziemlich schlecht ist. Gerade nach der Krankheit, weil ich mir durchgehend geschneizt habe und ich suche dabei nur das... Ist das wirklich, also man sieht, meine Haut ist total schrecklich und ja, aber so dramatisch ist das jetzt gar nicht. Die Maske kostet 100 Milliliter, 19,99 € und da sind 20 Milliliter drinnen. Also ich kann mir vorstellen, damit kann ich mir schon ein, zwei Masken machen oder vielleicht sogar drei. Man sollte ein bis zweimal wöchentlich aufs gereinigte Gesicht auftragen. Ich werde auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich es testen werde. Sobald ich es teste. Was ist denn das? Ist das ein Blush? Oder vorne steht schon mal Blush drauf. Das gefällt mir schon einmal. Ich glaube, da hinten habe ich irgendwann Blush sogar gesehen. Da ist er. Da ist er. Dieser Blush kostet 11,75 € und hat 3,4 Gramm drinnen. Ja, das ist der Blush. So, ich werde den gleich mal öffnen. Ich stehe ja total auf Blush und das ist eine Glossy Box Spezial Edition. So, das finde ich eigentlich auch cool. Da muss ich die Verpackung hin, weil ich es nicht draufkriege. Mist, ist aber nicht so schlimm. Schaut das cool aus. Ist das mir, das erinnert, die Verpackung erinnert mich an Art Deco. Und da ist schon der Blush drinnen. Wow. Also mir kommt vor, da kennt man Art Deco. Dings reintun, oder? Nein, das ist eine ganz andere Marke, das man hat. Aber von links her schaut es ein bisschen noch aus, als man vorkommen. Finde ich total toll. Ist eine Farbe, die was, glaube ich, jeder tragen kann. Und ja, werde auf jeden Fall einmal testen. Und freue mich sehr, dass drin ist. Also Blush ist sowieso mein Favorit. Oder alles, was Kosmetik ist. Gut, gehen wir weiter. Das ist gleich daneben. Das ist ein Magic Make-Up Remover After Spa. Der kostet 9,95 € und ja, das ist ein Make-Up-Schwämmchen.
gut, das werde ich auf jeden Fall testen. Vielleicht nehme ich mit, ich habe schon einmal so ein kleines Schwämmchen gehabt, mit dem war ich nicht zufrieden, vielleicht bin ich aber mit dem mehr zufrieden, weil es einfach größer ist. Das letzte Mal habe ich so ein winzig kleines Schwämmchen gehabt für Augen-Make-up entfernen. Das hat nicht so wirklich hingehaut, aber ich werde auf jeden Fall den einmal ausprobieren. Freue mich, dass da drinnen ist. Doch, doch. Gut, und das letzte Produkt, was bist du? Ein Kyrolan. Das ist, glaube ich, Mask-Make-up oder professionelles Make-up. Eyeshadow Primer. Ja, ich benutze normalerweise immer den von, wie heißt das, NYX. Schaut aber sehr interessant aus. Das ist so Eyeshadow Primer. Die sind sicher nicht so billig. Weil ich gleich mal nachschauen, wie viel der kostet. So ein Eyeshadow Primer kann ich wirklich wenig sagen, weil ich benutze eigentlich echt immer den von NYX. Die ist der Jumbo Eye Pencils und das reicht mir vollkommen aus. Das ist eine Full-Size-Größe, 15 ml mit 16,80 Euro. Ja, bin aber jetzt einmal gespannt, ob das dadurch besser haltet, weil normalerweise Make-up geht nie bei mir runter. Vielleicht zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, macht es das wasserfest vielleicht? Steht das irgendwie auf Deutsch oben? Ja, okay, na, vom wasserfest steht jetzt nichts oben. Jetzt einfach Primer. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht, wenn ich einmal irgendwo hinfahre, längere Zeit. Und wenn ich mich da einmal wirklich längere Zeit nicht abschminken kann, zum Beispiel den ganzen Tag. Weil meistens bin ich ja nicht den ganzen Tag geschminkt, ich bin ja Mama und sehr viel arm. Aber wenn ich jetzt irgendwann mal einen ganzen Tag weg bin und irgendwas Schwitziges mache, vielleicht dann aber eh im Hochsommer. Gut, das war's. Die Box ist eigentlich sehr schön aufgebaut, muss ich sagen. Also mir gefallen die Produkte sehr gut, weil es eben sehr viel Dekoratives ist. Ich sage jetzt einmal, ein Primer ist für mich auch dekorativ, weil den benutze ich zum Schminken, den werde ich eine Schminkbox da rein tun. Und Blush natürlich geht bei mir immer. Ich stehe voll auf Blush. Der Nagellack finde ich auch super, dass ein Nagellack drinnen ist, nur ich kann ihn nicht benutzen, weil es nicht mehr Farbe ist. Aber mal schauen, vielleicht verlose ich mal an euch. Das war vielleicht gar keine blöde Idee, oder? Vielleicht mache ich eine Verlosung und dann verlose ich dann an euch. Weil ich mich jetzt gar nicht öffnen und ich denke einmal, es gibt viele Mädels, die was auch so voll abfahren. Ich allerdings nicht, weil ich einfach, ich trage ja keinen Lack. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich trage ja keinen Lack, genug Gel und dann geht es einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass die Formel zu mir passt. Nee. Gut, dann war eben noch die Maske drinnen. Die finde ich cool, ist zwar nur ein Pröbchen, aber passt sehr gut. Und das Stämmchen. Also das sind heute die vier Produkte. Es schaut so wenig aus, sind aber richtig tolle Sachen dabei. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dahin. Vielen Dank.